Crowd auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. I Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, Leute, mein kleiner Bruder wurde von den Clowns entführt. Was sollen wir machen? Ich brauche unbedingt Hilfe. Stani musste auch weg, der ist auch nicht mehr hier, Leute. Alter, ich weiß nicht, was die vor mit dem zu machen. Ob die den irgendwie opfern wollen, verkaufen wollen, töten wollen, keine Ahnung. Aber wir müssen heute auf jeden Fall meinen kleinen Bruder retten. Wenn ihr das Ganze auch wollt, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Und lasst mal überlegen, wen können wir um Hilfe bitten? Ich glaube, ich bin dafür, wir rufen mal Wife an. Yo, Wife, was geht? Jo, was geht? Bin gerade aufgestanden, Mann. Digga, ich brauche dir sofort deine Hilfe. Mein kleiner Bruder wurde entführt. Du hast einen kleinen Bruder? Ja, klar, den hast du auch schon mal gesehen bei mir. Ja, ich bin gerade wach geworden. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Ist mir egal, ich bin in 5 Minuten bei dir. Ich brauche deine Hilfe, hast was gut. Du musst mir helfen, den zu holen. Ja, okay, bis gleich. Alter, ey, der Arme, der verpennt ja richtig sein Leben. Egal, ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier erstmal Waffen mit hier aus unserem Waffenbunker. Dann bringe ich auf Wife direkt mal noch ein paar Waffen mit. Alter, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich will gar nicht wissen, was sie mit dem anstellen, wenn die den so lange gefangen haben, die Killer-Clowns. Ja, am Ende hat der noch voll den Knacks, mein kleiner Bruder. Ich meine, hat der sowieso schon, aber ich meine dann noch mehr. Okay, komm, Waffen haben wir eingepackt. Wir fahren jetzt mal zur Villa von The Wife. Der wohnt hier bei mir ganz in der Nähe. Der hat hier ein fettes Strandhaus gegönnt. Und dann sagen wir dem mal, was überhaupt passiert ist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Lambo, damit wir noch schneller nach meinem kleinen Bruder suchen können. Das Ding ist halt auch einfach, wir müssen mal überlegen, wo werden die Killer-Clowns mit dem überhaupt hin sein? Ich habe mal gehört, dass die Killer-Clowns in der Kanalisation sind oder bei so einem Hotel hier in der Nähe. Hat mir Stani mal erzählt, der hat ja auch schon mal Ärger mit denen gehabt. Aber wir müssen mal gucken, wo wir meinen kleinen Bruder überhaupt finden können. Oh, Leute, guckt euch mal das Haus hier von The Wife an. Richtig schönes Strandhaus hat der sich hier gezogen. So, oh, Bugatti steht auch hier. Junge, 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 aber Einfahrt ist ein bisschen klein hier. Okay. Ey, Lukas. Jo, was geht? Bro, ich brauch sofort deine Hilfe. Mein kleiner Bruder wurde entführt. Ja, was soll ich machen, Mann? Ja, Digga, mir helfen, ihn zurückzuholen. Ich habe keine Waffen und gar nichts. Ich hab dir was mitgebracht. Alles gut, warte. Hier, Bro, hier, nimm die Waffen, nimm die Waffen. Ja, danke, danke. Digga, was hast du dir aber hier für ein Haus gezogen, Alter? Ja, Bruder, du weißt doch, Placements laufen. Alter, richtig schönes Strandhaus, Bugatti in der Einfahrt. Bro, weißt du was, ich würde mir gerne noch weiter ein Haus anschauen, aber wir müssen los. Ich erzähl dir alles auf dem Weg. Okay. Und zwar, hast du was schon mal von diesen Killer-Clowns gehört? Ja, ich habe schon mal irgendwas von denen in der Zeitung gelesen, glaube ich. Ja, irgendwie Stani und so hat der ja auch mal Stress mit denen gehabt. Ja, genau. Und Estu wurde ja, glaube ich, auch mal von denen entführt und die waren einfach bei mir zu Hause und haben meinen kleinen Bruder mitgenommen. Hä, aber warum? Einfach so? Ey, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oha, aber weißt du, wo die sind? Nein, keine Ahnung. Nur Stani hat mir mal erzählt, dass die irgendwie in der Kanalisation wohnen oder in so einem verlassenen Hotel. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt als erstes mal hin und gucken, ob wir die da finden. Ja, lass es mal abchecken. Ey, ich habe richtig Angst, was die da mit dem machen, mit meinem kleinen Bruder. Der Arme, ey, der ist doch gerade erst 8 Jahre alt. Aber sind das nicht voll viele? Ja, das sind auf jeden Fall auch mehrere. Deswegen müssen wir uns einen guten Plan überlegen. Im Notfall können wir noch irgendwie Essie oder Stani hier zur Hilfe holen. Aber wir versuchen das erstmal jetzt nur alleine, weil die habe ich gerade nicht erreicht. So, hier müsste das irgendwo sein. Gerade ist aufgestanden, Mann. Ja, ey, du lebst aber auch den richtigen YouTube-Lifestyle. Bis 15 Uhr schlafen, ey. Ja, muss. Dein Leben hätte ich gerne. Okay. Aber ist so schlau, jetzt im Lambo zu fahren? Die hören uns doch direkt. Lass lieber von hier zu Fuß gehen. Ja, von hier aus lieber zu Fuß. Okay. Bleib hier stehen. Das war eine gute Idee von dir. Aber andererseits, Digga, ich sag dir ehrlich, was ist, wenn wir da jetzt die ganze Zeit reinlaufen, dann ist er nicht da? Sollen wir vielleicht leise mit Auto fahren? Aber leise mit Lambo ist Krise. Ja, ich mach Klappen zu. Okay. Warte, wir fahren jetzt leise rein, leise rein. Ey, davon! Da ist jemand! Ey, ich fahre über den Haufen! Ich schieße! Ey! Hä? Hinter dir! Hä, Alter! Warte mal, lass sie abknallen. Wo ist mein kleiner Bruder? Hä, Bro? Wo mein kleiner Bruder? Los! Bro, was sind das hier für krankste Psychospiel? Schnell! Wo ist mein kleiner Bruder? Hä? Digga, ey, man kann ihn gar nicht töten. Hä? Bro. Da war noch einer. Bro, warte mal, steig ins Auto. Go. Bro, das ist ja krank hier. Junge, was ist das, Mann? Fahr doch nicht weiter rein, wir müssen raus hier. Digga, ey, ich muss meinen kleinen Bruder holen. Was soll ich machen? Warte mal, was war das gerade? Ich glaube, wir sind ja auf der richtigen Fährte, die müssen irgendwo sein. Wir können ja aber nichts gegen die machen. Ich habe 1000 Mal drauf geschossen. Ich glaube, vor Feuer haben die Angst. Nimm Molotov-Cocktail jetzt nächstes Mal. Okay. Ah, wie tief geht es hier rein? Ey, keine Ahnung, das ist zu krank. Okay, wir müssen ein bisschen leiser sein. Vielleicht gehen wir doch besser von hier aus zu Fuß weiter. Warte, guck du nach vorne, ich guck nach hinten. Ja, das ist gut. Hallo? Gebt mir meinen kleinen Bruder wieder. Ihr Kranken. Oha. Hörst du das?
Das ist der Boss. Hallo? Alter, ich kack mich so ein. Hier war jemand. Direkt hinter mir. Wo? Nee, Digga, du spinnst doch. Du bist doch schon paranoid, Alter. Nein, ich schwöre, da war jemand. Digga. Bro, ich hab Überschiss. Kommt raus, wo seid ihr und was wollt ihr von meinem kleinen Bruder? Ich kann euch alles geben. Geld, Drogen, Waffen, Frauen, was wollt ihr? Hä? Komm rein und hol ihn. Alter. Er sagt, komm rein und hol ihn. Wo sollen wir reingehen? Noch tiefer hier in die Höhle rein, oder was? Oh Gott! Ich hab mich erschrocken. Digga, an den Molotow-Cocktail. Wo seid ihr? Brennen! Zünde alles an! Ja, ja, zünde alles an! Ist der falsche Weg! Ah, ey, bei dir! Nein, hier ist Wasser! Die zünden hier nicht! Greift sie an! Oh mein Gott, die kommen! No. Sofort! Die kommen! Oh mein Gott, die kommen! Oh, Wife, komm, renn zurück! Das ist zu krank, wir müssen mit mehr Leuten kommen, das sind zu viele! Shit. Ihr seid zu langsam! Oh mein Gott, wer kommt auf Kopf jetzt, um die abzuwehren! Komm, wir versperren den Weg und rennen, wir hauen hier ab. Rennen. Renn zum Auto. Hinterher, sofort. Los, komm. Fahr. Ja, ich mach alles, gib alles. Wir haben Molotow-Cocktails. Bringt mir die Köpfe. Alter. Junge, was ist das für ein kranker Scheiß? Mein kleiner Bruder ist bei unserem Meister. Wie? Hä? Digga, Lukas, hast du das gehört? Meister? Der hat irgendwas gesagt, der kleine Bruder ist bei unserem Meister. Ich gehe da nicht mehr rein. Real Talk. Digga, nein, keine Ahnung. Der war sowieso nicht in der Kanalisation. Aber weißt du was? Vielleicht bei diesem verlassenen Hotel. Stimmt, das war Stani meinte mal zu mir, ja, dass die auch bei den. Oh mein Gott, Digga. Digga, die verfolgen uns doch, die Stimmen. Lass mal wirklich zu diesem verlassenen Hotel fahren. Wir müssen meinen kleinen Bruder da rausholen. Okay, let's go. So geht das nicht. Digga, Lukas, siehst du das da vorne, dieses verlassene Hotel? Oh mein Gott, ja. Hey! Wer macht mich da von der Seite an? Ist das einer von den Killer-Clowns? Digga, ey! Das ist kein Killer-Clown, oder? Nein, das ist kein Killer-Clown, aber der kriegt trotzdem eine Bombe. Was fährt denn mein Lambo an, der Idiot? So. Hallo! Hey, da vorne rennen die! Fein um! Was wirft der? Ey, der wirft Granaten! Er wirft Granaten! Vorsicht! Warte, ich fein um! Oh mein Gott, ey! Gib meinen kleinen Bruder wieder! Bro, man kann ihn nicht erwischen! Nimm Feuer aus! Nein! Ey, der greift mich an! Digga, ey, diese Molotow-Cocktails. Nimm Feuer raus, davor haben die Angst. Nimm Feuer raus. Digga, ihr Gestörten, wo ist mein kleiner Bruder? Hinter dir! Ich werd hier angefallen! Lukas, pass auf. Hinter dir! Alter, die locken uns rein in das Motel rein. Hinter dir! Treppen hoch. Komm hoch. Bro, was explodiert hier alles? Lass umgucken, Digga. Hinter uns! Hä? Was war das? Bro, keine Ahnung, ich sehe die auch gerade nicht mehr. Das ist heftig gruselig hier. Hey, Lukas, guck mal, was ich hier finde. Hier sind Leichenteile und die ganze Zeit die Stimmen. Ey, und das ist der Ball von meinem Bruder. Ey, der muss hier gewesen sein. Aber warte. Das ist aber nicht mein Bruder, der hier liegt. Übelst Angst gerade. Digga, ich habe auch richtig Schiss. Komm mal hier aufs Dach, damit haben wir einen besseren Überblick. Lass hoch. Hey, wer bist du? Bro, die drehen hier komplett durch. Ey, da ist er mit der Kiste. Ey. Komm her. Ey, Bro, was sollen wir nur machen, Alter? Ich weiß es nicht, Mann. Das ist zu krank, die geben auch keine Infos hier. Ich weiß nicht, was die mit dem machen wollen. Er muss doch hier irgendwo sein. Paul Berger! Digga, Paul Berger fehlt mir so, Digga. Er fehlt mir einfach so. Guck. Hä? Wo? Hinter dir! Hier bei mir! Hallo! Hallo, ey, was wollt ihr von mir? Du wirst deinen Bruder nie wiedersehen. Das kann ich nicht dir. Du fallst doch. Reden kann er schon nicht mehr. Wie meinst du, er kann nicht mehr reden? Wie meinst du das? Tschüss. Hä? Hey! Wo sind die hin? Was meinen die? Es ist zu spät und er kann nicht mehr reden. Auf Wiedersehen! Ey, Bro, wir müssen hier gucken, ob wir irgendwelche Hinweise finden, wo die den hingebracht haben. Ey, Lukas, komm mit. Okay. Wir müssen uns hier umgucken. Schau, achte auf alles, ob du irgendeinen Hinweis siehst, wo wir Paul Berger finden können. Der arme Alter, der hat bestimmt voll Angst, ist alleine mit den Horrorclowns, ey. Vielleicht hat er uns irgendwie was hinterlassen, so. Ja, warte, lass mal vielleicht das andere Gebäude hier abchecken. Ach, da geht's auch weiter. Ey, der ist kein dummer Junge. Warte mal, da vorne liegt jemand? Wo? Hier liegt jemand auf dem Boden. Hä? Hallo?
Nee, ich glaube, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Hier liegen überall Leichen. Digga, die sind zu krank, diese Horrorclowns. Mann, irgendjemand muss die mal aufhalten. Jedes Mal machen die irgendwas. Ich gehe hier andere Seite. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich finde, hier ist auch nichts. Hier geht's auch nochmal aufs Dach hoch. Paul Berger, Mann, hast du mir irgendeine Nachricht irgendwo hinterlassen? Okay, bei mir ist nichts. Alles clean hier hinten. Hä, warte mal, ich hab was gefunden. Komm mal zu mir, Digga. Wo bist du? Hier in diesem Raum, in diesem Raum. Guck mal, das Ding hier. Weißt du, was das ist? Was denn? Das ist diese Tür von diesem verlassenen Minenschacht. Warum haben die denn hier gelagert? Haben die da vielleicht, sind die vielleicht im Minenschacht drin und haben da eine neue Tür angebracht oder so? Weil ich wüsste sonst nicht, warum die diese Tür abgeschraubt haben. Boah, das, vielleicht irgendwas Sichereres, ja, dass wir nicht reinkommen. Ja, ja. Ey, lass mal bei dem verlassenen Minenschacht vorbeifahren. Das könnte auch ein Versteck von denen sein. Komm zum Lambo, Digga. Komm, let's go. Ey, Bro, hier irgendwo muss dieser verlassene Minenschacht sein. Ich glaube, ich war hier sogar schon mal irgendwo. Digga, ich war schon ewig nicht mehr hier. Hier rechts, guck mal rechts. Ach ja, stimmt, hier hinter. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nicht, okay, nicht näher. Lass erstmal abchecken, lass mal abchecken. Warte. Okay. Sieht ganz komisch aus, aber warte mal, das ist die gleiche Tür wie gerade eben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie die vielleicht irgendwie verstärkt haben oder so. Warte, hast du irgendwas dabei, dass wir sie aufsprengen? Ja, ja, ich hab eine Idee. Wir reißen die mit einer Kette, mit meinem Lambo raus. Oh, das geht auch, ja. Alter, warte mal, ich guck hier mal durch, ob ich hier irgendwas sehe, aber ich sehe nichts. Ganz egal, lass versuchen. Hä? Hast du das gerade gehört? Ich hab's gehört. Alter, ja, das okay, kam aus der Höhle, richtig, sehr gut, wir sind richtig. So. Oh mein Gott, Digga, der Lambo ist auch nicht für so ein Gelände gemacht. Okay, Bro, ja, Bro. Kannst du die Kette dranhängen? Ja, warte. Hier dran. Okay, sehr gut. Okay, Leute, ich zieh an. Let's go. Spring auf, Tür. Ist auf. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Sehr gut. Lambo hat Tür aufgerissen. Wichtig, Leute, wichtig. Gut, dann lass rein. Alter, was sind das für kranke Geräusche? Oh mein Gott. Okay, Digga. Okay, wir müssen ganz leise sein. Paul Berger. Wo bist du? Digga, ich hab so Angst. Ey, da läuft jemand! Ich hab's gesehen. Er ist schon wieder weg. Wie tief geht das denn rein? Bro, keine Ahnung, Digga. Oh mein Gott. Ey, ich kack mich gleich so ein, Digga. Kommt rein! Da vorne! Hab Angst. Okay. Wink ihn ab. Warte jetzt. Damit ich sehe, wie er zappelt, wenn ich ihn gleich abknalle. Oh mein Gott, hast du das gehört? Die wollen ihn abknallen. Digga, okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Komm, lass laufen. Okay, geh. Digga, weiter geht's. Komm, wir müssen Paul Berger da rausholen. Paul Berger. Boah, ich glaube. Hä? Was war das? Hä? Lukas? Hallo. Wife? Lukas gehört jetzt mir. Digga, ey, hä? Wo ist er hin? Er ist einfach weg. Max! Ey, warte. Paul Berger! Stopf ihm das Maul. Digga, die Schreie kamen hier, glaube ich, von rechts, Leute. Wir machen jetzt Licht aus. Okay, nur noch mit Molotow-Cocktail in der Hand. Wir müssen ihn finden. Bro, was ist das hier? Es geht doch hier in so 1000 Richtungen. Hier geht's auch nochmal weiter. Ey, da vorne ist das, da vorne sehe ich was. Da ist Lagerfeuer und ein Clown. Ich muss das beobachten. Was machen die da? Ey, da ist Paul Berger! Was machen die mit ihm? Was haben die vor? Die freien Geister sollen deine Seele empfangen. Was? Die wollen seine Seele nehmen, hä? Wir opfern ihn durch das Verbrennen auf dem Lagerfeuer. Oh mein Gott, Digga, ich muss was machen, um ihn zu retten. Was soll ich machen? Oh, ich brauche irgendwas Gutes. Er hat unsere Gaben. Warte. Und nimmt die Seele. Warte, ich hab eine Idee, Leute. Ich weiß, was wir machen. Es gibt nur eine Lösung, wenn die den verbrennen wollen. Warte, ich muss irgendwie... Ich werde sie mit Signalfackeln ablenken. Das ist es. Okay, wir müssen warten, bis sie ihn verbrennen wollen. Bis sie ihn verbrennen wollen, müssen wir warten. Steh auf, Kleiner. Dreh dich um. Oh, Digga. Schmeiß ihn aufs Feuer sofort.
Lass meinen Bruder in Ruhe! Ablenkung! Okay, warte, jetzt Molotov-Cocktails, jetzt Molotov-Cocktails! Lass meinen Bruder! Paul Berger, komm zu mir! Oh mein Gott, nein, raus hier! Paul Berger, komm, weg hier! Digga, was wollt ihr mit dir machen? Schnell, ich weiß es nicht, die haben mich mitgenommen. Ich dachte, die wollen nicht spielen, aber die wollten nicht nur spielen. Nein, die sind gestört, Alter, die wollten deine Seele opfern. Komm. Renn, Paul Berger, renn, du hast kürzere Beine. Nein, die wollen uns verfolgen. Ich laufe. Digga, komm, Paul Berger, komm. Die verfolgen uns. Ich will das frische Blut. Nein, oh mein Gott, steig ein. Steig ein, Paul Berger. Ich bin drin. Oh mein Gott. Verpisst euch von mir, lasst meinen Bruder in Ruhe. Nein, wir müssen hier weg. Komm. Es ist noch nicht vorbei. Oh, ey. Max, drück auf Gas! Alter, Leute, habt ihr das gehört? Die gehen immer noch nicht locker. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.